Ja, mein Name ist Hartmut Heinig, ich bin erster Kreisrat des Landkreises Vechta und wir haben heute den Fachtag Gute Führung, gesunde Mitarbeiter ausgerichtet, weil wir aus repräsentativen Studien wissen, dass zwischen Führungsverhalten und Gesundheit der Mitarbeiter ein kausaler Zusammenhang hängt und wir der Meinung sind, dass wir die Einrichtungen, die Unternehmen hier im Kreishaus zusammenführen sollten, um dieses wichtige Thema hier heute auch zu erörtern. Mein Name ist Nick Linhi, ich bin Professor für Wirtschaft und Ethik an der Universität Vechta. Das Thema, was wir heute behandelt haben, geht in den Bereich Gesundheitsmanagement, Gesundheitsvorsorge und damit verbunden mit der Frage, was bringt das Unternehmen? Generell kann man sagen, oder gibt es einen schönen Ausspruch, gesunde Mitarbeiter kosten Geld, kranke Mitarbeiter kosten ein Vermögen. Und das bringt vieles auf den Punkt. Also wir reden hier wirklich über einen Bereich, der langfristig Mehrwert für Unternehmen schafft und zum Beispiel auch einzahlt auf das Thema Mitarbeiterbindungsfähigkeit und Arbeitgeberattraktivität. Also alles, was man benötigt, um Fachkräfte in der Region halten und weiter hier gewinnen zu können. Wir haben heute 3 Praxisworkshops, in denen die Personalvertreter der Unternehmen heute hier nochmal Informationen zum Umgang mit Konflikten im Unternehmen, zur Mitarbeitermotivation und zur Stressbewältigung bekommen. Mein Name ist Ute Scholz, ich bin von der Mediatorengruppe Nord. Ich mache einen Workshop, keine Angst vor Konflikten. Mein Tipp ist, was Sie heute mitnehmen können, kehren Sie keine Konflikte unter den Teppich, gehen Sie sie offensiv an. Wenn Sie früh genug einen Konflikt wirklich angehen, dann können Sie auch wirklich beide Seiten als Gewinner rausgehen. Ich bin Hugo Körbecher, bin Resilienztrainer und Coach. Ich bin Mitgründer des Resilienzzentrums in Lehmbruch am Dümmersee. Und unsere Hauptaufgabe ist es, zurzeit Führungskräfte zu stärken, damit sie in ihrer Arbeit sowohl für sich selbst gut sorgen können, aber auch für Mitarbeiter. Dazu bieten wir verschiedene Trainings an, die auch unter anderem dazu führen, dass Gesundheit erhalten wird. Nach dem Motto, wer sich für Gesundheit keine Zeit nimmt, muss es sich für Krankheit nehmen. Okay, Wiebke Krohn, ich bin Arbeitgeberberaterin für Personalentwicklung und soziale Innovation von den Unternehmerverbänden Niedersachsen. Ich halte hier heute den Workshop zum Thema gesunde Führung und Motivation. Die direkte Führungskraft ist der wichtigste Einflussfaktor auf die Mitarbeitergesundheit und die Mitarbeiterbindung. Deshalb ist insbesondere das Thema Fragen und Zuhören einer der wichtigsten Führungsaufgaben.